mein komplettes Ende dieses Wettkampfsports. Dieses Jahr meine letzte Wettkampfsaison ist. Ich habe wirklich angefangen, hier zu flennen vor der Kamera. Und ich kann mich in meinem Erwachsenenleben ehrlich gesagt jetzt an eine Situation dran erinnern, wo ich geweint habe. Das war letztes Jahr, wo mein Vater gestorben ist. Und was ich auf jeden Fall machen würde, ist, ich würde dich filmen, Baby, okay? Würdest du mich dann auch mal filmen? Jedenfalls. Also mit unserer kleinen Kern halt, ne? Die Beine-Area ist eh komplett so in allem. Einem Ding? Okay, geil. Da sind wir immer beisammen. Dann machen wir uns kurz warm auf dem Fahrrad, oder? Ja. Und wir machen es so, Baby. Wir übertreiben es einfach nicht beim Training, okay? Sondern wir schauen, dass wir Spaß haben, die Energie von gestern einfach gut nutzen. Ja. Blut in den Muskel bringen, bisschen in Reiz setzen, vor allem bei dir. Bei mir geht es darum, mich nur heute nicht zu verletzen, weil ich einfach voll mit Wasser bin. Ich merke, dass du weißt. Ich werde schon zwei Übungen ganz gut schwer machen, auf jeden Fall. Genau so. Ist aber ohne Verletzung. Ja. Und schon schwer, genau, aber jetzt nicht komplett. Okay? Training nach der Show ist das allerschönste Training, wo es gibt, ohne Spaß. Vor allem, wenn man, gestern durfte ich ein bisschen mehr essen und ich fühle mich halt viel mehr energiegeladen wie die letzten Tage. Also das wird einfach nur richtig geil. Ich kann für meinen Teil zum heutigen Tag sagen, dass ich aus dieser intensiven Phase und Wettkampfreise, die ich so bewusst wie noch nie in meinem Leben zuvor wahrgenommen habe, dass ich so unglaublich viel dazu gewonnen habe und gelernt habe über mich, über das Leben, über die Möglichkeiten und Optionen, die es gibt, zu wachsen, besser zu werden, und will damit sagen, dass ich zum heutigen Tag auch gar noch nicht weiß, ob es wirklich, so wie ich vor noch wenigen Wochen gedacht habe, mein komplettes Ende dieses Wettkampfsports von Bodybuilding auf Wettkampfebene ist, ob es wirklich das Ende ist. Das kann ich heute sagen, weil es so anstrengend und herausfordernd das oft ist und so viel das einem abverlangt, in jeder Hinsicht, ne? Zeitlich, finanziell, körperlich, energetisch, alles. Dieses, was ich zurückkriege, und das ist alles, nichts Monetäres oder wovon ich mir irgendwas kaufen kann, sondern es ist alles wirklich ein Gewinn, der mich zu dem Menschen macht, der ich bin und der mich prägt. Und das ist krass, was ich da für mich draus mitnehmen kann. Und dementsprechend lasse ich es mir zum heutigen Tag noch offen, ob es eine Saison 2024 geben wird oder nicht. Und ihr werdet es erfahren, wenn ihr weiterhin meine Journey verfolgt. Es bleibt also richtig spannend. Und was ich auf jeden Fall verfolgen werde, ist dein Aufbau. Ja, wie geht's jetzt bei mir weiter? Machen wir uns doch kurz warm auf dem Bike. Für mich war im Vorfeld klar, dass das dieses Jahr meine letzte Wettkampfsaison ist. Das war mir schon länger bewusst, ist mir länger bewusst. Und für mich war deshalb auch klar, dass das natürlich was ganz Besonderes wird. Und das war jetzt auch was ganz Besonderes. Also ich habe das gerade erlebt. Ich habe wirklich angefangen, hier zu flennen vor der Kamera. Und ich kann mich in meinem Erwachsenenleben ehrlich gesagt jetzt an eine Situation dran erinnern, wo ich geweint habe. Das war letztes Jahr, wo mein Vater gestorben ist. Und sonst nicht. Und für mich ist mit dem Wettkampf gestern, vorgestern, ein Kapitel, sagen wir mal, in meinem Leben, das jetzt die letzten 3 Jahre angedauert hat, nämlich Wettkampf-Bodybuilding, beendet. Also ich werde kein Wettkampf-Bodybuilding mehr machen. Ich werde keine Wettkampfbühne mehr
mehr sehen auf die nächsten Jahre? Also was weiß ich, wenn ich jetzt irgendwann mal Senior bin mit 60 oder so und mir denke so, ich habe nichts anderes zu tun gerade, okay, aber also Wettkampf-Bodybuilding ist hiermit für mich offiziell beendet. Das Kapitel ist zu. Und ich bin mir da auch, wie gesagt, schon seit längerem bewusst darüber. Die Gründe dafür sind eigentlich auch, ja, für mich logisch. Ich habe diese Reise wirklich gigantisch genossen. Ich habe so viel über mich gelernt. Ich habe mich so krass weiterentwickelt. Habe selber körperlich natürlich, aber vor allem mental, geistig, das Wachstum, das ich da erleben durfte, das war wirklich gigantisch die letzten Jahre. Und ich habe das unfassbar genossen. Es hat mir so, so unfassbar viel gegeben. Und ich bin für jeden Tag dankbar. Ich bin für jeden Tag dankbar, für jede Sekunde dankbar, für jedes Erlebnis dankbar. Und ganz besonders natürlich auch dankbar für diesen traumhaften Abschied, den ich jetzt hier in Bukarest hatte. Ich hätte mir das nicht schöner ausmalen können. Ich hätte mir das nicht emotionaler ausmalen können. Das ist wirklich, wirklich, es ist ein perfektes Ende für das Kapitel Wettkampf Bodybuilding. So Leute, kurz warm gemacht, 5 Minuten auf den Ergometer. Verrücktes Gym, Alter. Wir fangen an, erste Übung machen wir zusammen, ein bisschen Glutam Races. Zum Reinkommen, ein bisschen locker dehnen, aufwärmen. Let's go. Joey, motiviert? Ja, mega. Ich bin voller Energie. Trainingsnacht, der Show sind einfach geil. Ich durfte ja auch ein bisschen mehr essen als sonst. Ich fühle mich auch wirklich viel frischer und energiegeladener. Ich habe richtig Bock, jetzt Gas zu geben. Also, let's go. Warum ist es für mich das Ende? Wenn ich mal ganz nüchtern von außen auf die Situation schaue, sehe ich, dass ich halt, um jetzt sportlich in Anführungsstrichen konkurrenzfähig sein, dass mir da einfach 5, 6, 7, vielleicht 8, vielleicht 10, vielleicht 3, vielleicht 10 Kilo Muskeln fehlen. Ist egal, wie viele Muskeln mir fehlen. Ich bräuchte entweder einige Jahre an Zeit, um diese Muskulatur aufzubauen. Und ich werde jetzt nächstes Jahr 35. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt 3 Jahre lang noch das weiter und habe dann die nötige Masse, um auch mal richtig in ein Finale zu kommen bei einem Pro Qualifier, dann bin ich 38. Ne? Oder natürlich, was ich auch machen könnte, ist, ich könnte, sagen wir mal, die Brechstange rausholen im Bodybuilding. Auch diese Option gibt es, weil es gibt keine Dopingtests im Bodybuilding. Jeder darf und kann machen, was er will mit seinem Körper und Schindluder treiben, was er will, wie er will mit seinem Körper. Dann hätte ich das vielleicht auch schneller, könnte ich das vielleicht auch schneller erreichen. Aber die gesundheitlichen Risiken sind natürlich dann dabei nochmal ganz anders. Und beides ist für mich keine Option, weil beides
läuft im Idealfall, im Traumszenario auf eine Profikarte hinaus. Und was ist denn dann mit einer Profikarte? Mit einer Profikarte stehe ich ja wieder am Anfang. Das Gewichtslimit ist noch weiter oben und die Jungs, gegen die ich antrete, sind noch besser, sind noch krasser drauf. Und dann bin ich 40 oder 42, wenn es der Körper überhaupt mitmacht. Endlich geht der Puls im Training mal wieder hoch, ey. Letzten Mal habe ich gedacht, ich sterbe dabei, weil mein Puls zu niedrig war. Hab den nicht mehr nach oben bekommen. Für mich gibt es also an der Stelle sportlich gesehen nichts mehr, was erstrebenswert ist oder was für mich als sportliches Ziel auf diesem Weg, was mir erstrebenswert erscheint. Und deshalb ist für mich ganz klar, dass ich jetzt Wettkampf-Bodybuilding beende. Und was heißt es konkret? Ich sag mal, dass alle die Sachen, die zum Wettkampf-Bodybuilding dazugehören, die dem Körper und der Gesundheit nicht zuträglich sind, also um das Kind beim Namen zu nennen, alles, was Medikamentenmissbrauch mit angeht, dass ich das in Zukunft nicht mehr mit meinem Körper machen werde. Und dann brauche ich das auch nicht mehr, die Wettkampfbühne, um für mich persönliches Glück zu erleben. Natürlich bedeutet das, dass ich nicht mehr den Körper so haben werde, wie das jetzt der Fall ist. Natürlich. Es tut mir leid. Kein Problem, Jimmy. Einfach nochmal zurück. Kein Thema. Natürlich bedeutet das für mich, dass ich in Zukunft nicht mehr den Körper haben werde, wie ich den jetzt gerade aktuell habe. Und es ist aber auch völlig in Ordnung. Mir ging es ja auch sehr lange sehr gut, ohne dass ich so ausgesehen habe. Und ich sehe jetzt keinen Grund, warum das in Zukunft anders sein soll. Das wäre eigentlich auch ganz geil von Outtake, Tim. Yeah.
bei der Übung. Nein. Bei so einer Übung 25 Wiederholungen aufschreibt, ne? Aber hier kann man einfach sagen, du kannst dich bei der Beinpresse, ohne deine Knie und Gelenke kaputt zu machen, richtig zerstören. In dem Beispiel 75 Kilo sind da nur drauf. 25 Wiederholungen mit guter Führung, gutem Muskelgefühl, ey. Oha, Leute. Normal schaue ich auf mein Handy nicht während dem Training. Aber gerade Ausnahme, weil Boss of Outlaw schreibt. Und es gibt den neuen Plan für die Recovery-Phase. Und die Oats sind weg im Frühstück. Der Reis ist back in ein paar Mahlzeiten. Die Post-Workout-Cornflakes sind zurück. Alter. Okay, Lukas hat gerade erwischt beim Moment, wo sein Coach ihm den Recovery-Plan für die Ernährung geschickt hat. Und er hat einfach wieder aus. Das Leben kommt zurück. Ja. Auch für mich kommt das Leben zurück. Eine Woche noch Baby. Eine Woche noch Baby. Naja, nein, ich meinte nicht damit, dass das Leben für mich in einer Woche zurückkommt, sondern. Also auch das Leben kommt zurück. Der Lukas kommt zurück. Leben in dir. Ich war grad so, hä, warum? Mir geht's gar nicht um mich, mir geht's um meinen Mann, ey. Der kommt zurück. Oh boy. Okay. Ich denke, mein Muskel, der platzt schon, ne? Das ist ein übelst geiles Gefühl. Macht schon anders Bock, das Training. Wie wenn alles so leer ist, ey. Boah, danach sind wir schwindelig manchmal, ey. Wenn du bei der Beinpresse aufstehst und dann einmal Karussell fährst. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir haben im Bodybuilding viele Eigenschaften, die wirklich perfekt ineinander passen müssen in dem Zahnrad, damit das Ergebnis so ist, wie es am Schluss ist. Du brauchst ein perfektes Training, du brauchst die perfekte Ernährung, du brauchst die perfekte Regeneration. Du brauchst den Einsatz von Medikamenten, braucht man nicht drüber reden, was erstens illegal ist und zweitens auch ungesund für den Körper. Aber einfach eine Rolle spielt, es spielt eine Rolle in unserem Sport. Du brauchst ein Umfeld,
das dir das erlaubt, den Sport umzusetzen. Du brauchst die finanziellen Ressourcen, die dir das erlauben, das umzusetzen. Du brauchst die zeitlichen Ressourcen, die dir das erlauben, umzusetzen. Du brauchst die mentalen Ressourcen, die dir das erlauben, das umzusetzen. Du wächst zu viel, du lernst zu viel über dich selber, über Lebensmittel. Du bist einfach, das ist eine ganz besondere Sportart, die du 24 Stunden am Tag machst, 7 Tage die Woche. Und es gibt einen einzigen Faktor, der mich Tag und Nacht beschäftigt, mit dem ich mich nicht langfristig anfreunden kann. Und diesen Faktor werde ich für die Zukunft rausnehmen. Und alle anderen Faktoren, die werde ich aber in irgendeiner Art und Weise beibehalten. Ich liebe das Training im Gym. Ich liebe eine Routine. Ich liebe eine gesunde Ernährung. Ich liebe den Ablauf. Ich liebe mein Umfeld. Ich liebe die Wettkampfreisen. Ich liebe die Leute, die ich dadurch kennenlerne, die mittlerweile auch viele wirklich wie eine Familie sind, wo du immer ganz besondere Leute kennenlernst. Ich habe die Connections durch die Joey auch weiterhin in diesen Bereich dazu. Und deshalb ist für mich einfach klar, das Kapitel Wettkampf-Bodybuilding als aktiver Athlet ist für mich erstmal geschlossen. Und alles andere mache ich einfach so weiter. Also ich bin jetzt weiter noch 4 Monate beim Stefan. Auf jeden Fall, oder 3 Monate sind es jetzt noch, bis Ende Januar nächstes Jahr. Ich werde ganz normal meine Reverse Diet machen, meine Recovery-Phase. Recovery halt ernsthaft. Nämlich raus mit dem Zeug. Ganz einfach. Und ja, damit fühle ich mich jetzt sehr gut. Mit diesem Entschluss, mit der Entscheidung. Zwischendurch natürlich so zum Ende der Prep habe ich auch so rumgesponnen, so ich mache jetzt Triathlon und bla 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 und so ein Quatsch, so ein Blödsinn alles. Aber wie gesagt, mir macht das Training viel zu arg Spaß und alles. Und ja, deshalb ist für mich hier der Punkt erreicht, Wettkampf-Bodybuilding an den Nagel zu hängen. Alles andere werden wir beibehalten. Ich werde mir auch neue Ziele setzen, werde mir neue Herausforderungen natürlich suchen. Mir wird mit Sicherheit nicht langweilig werden, ganz klar. Und ich werde weiterhin im Training Vollgas geben. Und wir schauen einfach mal, was die Zukunft bringt. Ich muss ja jetzt per heute noch gar nichts irgendwie sagen. Ich habe mir auch ehrlich gesagt noch gar nicht so genau Gedanken gemacht, welche Ziele will ich mir jetzt dann setzen und wo will ich in Zukunft hin. Weil für mich ja jetzt erstmal der Fokus war, jetzt ziehe ich das durch. Ne? Und so ist quasi der aktuelle Stand. Ich hoffe, das gleiche Gewicht macht mich auf die Schwierigkeit.
Da bin ich die Leute. Und ich will an der Stelle sagen, dass ich es zum Beispiel sehr spannend finde, mal zu sehen, was ist denn möglich, körperlich aufzubauen und ja, auf 100.000% naturaler Ebene. Ich finde es wahnsinnig spannend und finde es einfach stark und sehr, sehr vernünftig natürlich als Partnerin. Bei mir muss man sagen, es ist nicht so eine Riesenkomponente, diese Chemie. Es spielt eine Rolle, ja. Auch da bin ich natürlich ehrlich und transparent. Aber es ist lange nicht dieses Maß, wie das jetzt zum Beispiel bei einem... Erstens, dann ist es natürlich so, dass wir selber, also lass uns drüber reden, wir sind da sehr, aus meiner Sicht sehr vernünftig. Man hört da auch von anderen Leuten, die deutlich mehr nehmen wie ich. Ja. Auch gesundheitlich ist es bei mir so, dass ich jetzt kein ganz unbeschriebenes Blatt bin. Ich habe zum Beispiel erblich bedingt Bluthochdruck und wie gesagt, da ist es einfach nicht, sind es einfach nicht optimale Voraussetzungen, um sowas langfristig zu machen. Und ich bin auch nicht bereit, irgendwie zu sagen, naja, hinten raus nehme ich mir ein paar Jahre oder ein paar Monate, nicht mal ein paar Stunden oder sowas. Das ist einfach Fakt. Deshalb steht der Weg so und den Weg werde ich so gehen und da freue ich mich jetzt auch sehr drauf. Es bleibt also weiterhin sehr spannend und ich freue mich riesig auf die weitere Reise, egal wie sie hingeht, bei dir und genauso bei mir.